jetzt zu den Fragen. Gibt es Fragen zum Wahlausgang? Herr Kirschner, bitte. Herr Lindner, die nächste Wahl ist in Sachsen. Dort hat die AfD mit 10,1% ihr bestes Ergebnis erzielt. Wie wollen Sie das zugunsten der FDP noch drehen? Die FDP hat bei der Kommunalwahl in Sachsen 5,2% erreicht. In Sachsen also ist die Verteidigung der Regierungsbeteiligung, wenn wir die gleiche Mobilisierung wie bei der Kommunal-, auch bei der Landtagswahl erreichen, in greifbarer Nähe. Und deshalb habe ich eben im Präsidium und im Bundesvorstand auch gesagt, dass wir jetzt unsere Konzentration auf die anstehenden nächsten Landtagswahlen richten. Jede Wahl ist für die FDP eine neue Chance, auch auf die Trendwende. Wir geben keine Wahl verloren, sondern im Gegenteil, so wie wenn ich Graf Lambsdorffs Beispiel 98, 99 nehme, so wie damals wird es gelingen, bei einer Landtagswahl die Trendwende zu erkämpfen. Und jede Wahl ist dazu geeignet. Bei jeder Wahl werden wir unsere Muskeln entsprechend anspannen. Und Sachsen, wie gesagt, die 5,2% bei der Kommunalwahl, das ist doch schon ein guter Punkt. Hier vorne bitte. Stefan Reinecke, Taz. Herr Kubicki hat gestern gesagt, dass die FDP auf dem Wählermarkt gar nicht mit der AfD konkurriert. Wenn man die Wählerwanderung sich jetzt anguckt im Vergleich zur Bundestagswahl, ist das richtig. Bei der Bundestagswahl aber hat die FDP doch fast 500.000 Wähler an die AfD verloren. Wie sehen Sie das? AfD als Konkurrent auf dem Wählermarkt, ja oder nein? Wir konkurrieren mit allen, aber wenn Sie die Bundestagswahl ansprechen, dann bitte ich auch dann vollständig die Wählerwanderungsbilanz darzustellen. Wir haben nämlich über 2 Millionen an die Union verloren. Wir haben deutlich über 500.000 an die SPD verloren und unter 500.000 an die AfD. Also natürlich ist das ein Wettbewerber. Jeder Wähler, den wir gewinnen können, den wir abhalten können, dieser Partei nachzulaufen, weil die Menschen glauben, das sei eine marktwirtschaftlich-bürgerliche Partei, was sie nicht ist. Das freut mich, jeden, den wir da bei uns erreichen können. Aber unsere Hauptwettbewerber im Wählermarkt sind die Parteien der Großen Koalition. Und unser Hauptwettbewerber, was die politische Positionierung angeht, in der Gesellschaftspolitik, das ist die AfD. Denn die AfD hat eben eine rückwärtsgewandte Gesellschaftspolitik. Die hat ein Gesellschaftsbild der Adenauerzeit. Und all diejenigen, die marktwirtschaftliche Positionen mit moderner Gesellschaftspolitik verbinden wollen, die nicht laut darüber nachdenken möchten, das Abtreibungsrecht vor 1970 zurückzuholen, wie das in jener Partei ja passiert, gerade wenn man sich das Wahlprogramm der AfD in Sachsen anschaut. Alle, die das nicht wollen, die sind bei uns herzlich willkommen. Wir sind die Partei für die Liberalen. Wissen Sie, ich nehme doch wahr, Sie mir den einen Satz noch gestatten auf Ihre Nachfrage hin, ich nehme doch wahr, dass die Liberalen in der AfD aus dem Bundesvorstand ausgeschieden sind. Der Berliner Tagesspiegel hat darüber berichtet, Fabian Leber, dass es da jetzt eine Vereinigung gäbe von Liberalen, die aus der AfD geprägt sind. Also die sind doch in der eigenen Partei AfD gar nicht mehr richtig zu Hause. Und so wird es auch vielen Wählern bald gehen, das sage ich Ihnen voraus. Sie stammen beide aus Nordrhein-Westfalen. Welche Rolle hat denn Nordrhein-Westfalen und welche Rolle hat die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für die Wende, die Sie eben beschrieben und angekündigt haben? Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Herr Lohse, ist im Mai 2017. Das ist die Testwahl vor der Bundestagswahl 2017. Aber wir wollen die Trendwende für die FDP vorher geschafft haben. Frau Seleschtow. Ich habe gerade über Sachsen gesprochen, die nächste Wahl. Die nächste Wahl ist immer die wichtigste. Wer ein schlechter Parteivorsitzender, der nicht über die nächste, sondern über die übernächste Wahl oder gar die letzte vor der nächsten Bundestagswahl spricht, ich spreche über die nächste Wahl. Und das ist die in Sachsen. Wir haben bei der Europawahl jetzt in Nordrhein-Westfalen 4,0 geholt. Das ist auch nicht brillant, aber es ist jedenfalls über dem Schnitt. Und bei der Kommunalwahl 4,8 ist auch nicht brillant, wird auch der Arbeit vieler vor Ort nicht gerecht. Aber wir sind damit besser als im Katastrophenjahr 94, besser als auch im schwierigen Jahr 1999. Nicht zufriedenstellend, bedauerlicherweise sogar sehr enttäuschend, hätten wir uns mehr gewünscht. Aber die Analogie zu 1999 wird einmal mehr bestätigt dadurch. Jetzt Frau Seleschtow.
Ergebnis, dass Sie sich in den nächsten Monaten sehr viel stärker und pointierter auch mit Inhalten der AfD auseinandersetzen werden. Also wird das mehr in den Blick genommen werden? Frau Selesdorf, wir sehen unsere Hauptgegner bei der Großen Koalition. Und wir werden uns nicht ausschließlich mit der AfD beschäftigen. Sicherlich werden die Kollegen im Europäischen Parlament jetzt mal genau schauen, ob von der AfD in der parlamentarischen Arbeit, für die die bezahlt werden jetzt, ob da mehr kommt als Protest, der zu Protokoll gegeben wird. Das wird man sich mal genau ansehen. Aber wir werden jetzt uns nicht allein mit der AfD beschäftigen, sondern genauso auch mit den Grünen und der Linkspartei, aber die Hauptwettbewerber, da sind ja auch die Wähler hin, das sind die Parteien der Großen Koalition. Das Erste, was wir anschauen werden, ist, wo die landen im Europäischen Parlament. Denn das ist ja keineswegs ausgemacht, dass sie da landen werden, wo sie landen wollen bei der ECR. Mhm. Und zumal ist innerhalb der ECR die Partei der Kaczynski-Brüder aus Polen auch noch besonders stark geworden in der Wahl. Die sind nämlich nahezu gleich auf mit der Partei von Herrn Tusk. Insofern haben wir da eine antideutsche Partei, mit der die Alternative für Deutschland dann kooperiert. Ich wünsche viel Vergnügen. Das wollen wir uns ansehen. Ja. Ja, sind politische Delikatessen zu erwarten. Ja. Und im Übrigen, Frau Selesdorf, ist das eine spannende Frage, die Sie bei der Union mal stellen sollten. Denn wenn ich die Wählerwanderungsbilanz richtig interpretiere, dann erwächst der CDU-CSU, wenn sie da nicht aufpasst, das, wovor Franz Josef Strauß immer gewarnt hat. Herr Hoppe. Herr Lambsdorff, Sie sagten, der Wahlkampf sei in den Gremien positiv bewertet worden. Aber müssen Sie sich nicht auch, also meinen Sie beide, ich auch die Frage stellen, ob das Wahlergebnis wirklich nur das Ergebnis der Vergangenheit ist, dass die FDP immer noch im Abklingbecken liegt. Haben Sie auch über eigene Fehler gesprochen? Das haben wir getan. Haben uns gefragt, was hätte man anders, was hätte man besser machen können. Wir sind aber, und das haben wir jetzt gehört von den Freunden aus den anderen Bundesländern auch und aus dem ganzen Bundesgebiet, doch immer wieder darauf angesprochen worden, dass, ja, ja, ihr habt zwar jetzt eine gute Idee, aber ihr hattet ja die Chance, das umzusetzen in den letzten 4 Jahren und das hat nicht geklappt. Also dieser Topos, dieses Thema, diese Redewendung ist uns immer wieder entgegengehalten worden. Ich gebe das hier so ungefiltert weiter, weil das, glaube ich, ganz gut illustriert, dass es in der Tat so ist, dass wir diese Trendwende noch nicht geschafft haben, dass wir noch nicht das Vertrauen wieder haben, dass unsere Konzepte seriös durchdacht sind, dass sie mit Relevanz hinterlegt sind, dass wir sie im politischen Alltag dann auch durchbringen. Ich habe deswegen auch bewusst eben nochmal auf die Themen hingewiesen, die wir im Europäischen Parlament weiter vertreten werden. Also wir haben ja eine Aufgabe, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern. Aber auf Ihre Frage kann ich nur so antworten, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist das dominante Thema gewesen. In meinen Augen hat Gabor Steingart, den Sie ja gerade mit dem Wort Abklingbecken zitiert haben, durchaus recht, dass eben viele Wählerinnen und Wähler noch im Wartestand sind. Ich habe das auch bei den Kundgebungen und bei vielen Veranstaltungen erlebt. Letzte Woche noch vor 1800 Leuten gesprochen. Da gibt es dann freundlichen Applaus, zum Teil sogar begeisterten Applaus. Die Leute nicken bei dem, was wir sagen und kommen danach dann in der Pause auf einen zu und sagen, aber Moment mal, was Sie da eben so Wunderbares über marktwirtschaftliche Energiepolitik gesagt haben, was ich voll teile, weil ich diese Ideologisierung in Deutschland als einen Irrweg betrachte. Wieso haben Sie das, was Sie hier gesagt haben, eigentlich genau vor einem Jahr nicht in Regierungsverantwortung umgesetzt? Da hätten Sie es doch tun können. Tja, antwortet man da. Sehen Sie, und da kann man nur eben mit Beharrlichkeit dran arbeiten, dass dieser Eindruck, dass die FDP sich jetzt als Konsequenz aus der Wahlniederlage des 22.09. neu aufstellt, kann man nur für werben und das braucht Zeit. Zweiter Punkt ist, Herr Hoppe, ich hätte gerne intensiver auch über unsere Landtagsfraktionen und über das Europäische Parlament die Idee des Energiebinnenmarkts, um bei dem Thema Energie zu bleiben, platziert, weil das unser Alleinstellungsmerkmal ist. Im Unterschied zu allen anderen Parteien wollen wir den Bürgern die Möglichkeit geben, über die deutsche Energiepolitik gewissermaßen mit der Wahl ihres Energieversorgers abzustimmen. Wenn man den Leuten freistellt, auch einen niederländischen, polnischen oder französischen Energieversorger zu wählen, stimmen Sie zugleich über die deutsche Energiepolitik ab und können was tun für die eigene Stromrechnung. Das hätte ich mir gewünscht, dass es gelungen wäre, dieses Alleinstellungsmerkmal noch prominenter zu platzieren.
im Wahlkampf. Das ist uns in der Weise nicht so gelungen, dass das tatsächlich bei den Leuten auf dem politischen Radarschirm war. Und zum Dritten, wir haben ja die klare Positionierung gehabt, Europa ja, weil, die uns von den Europa-Ja-Aber-Parteien unterschieden hat. Europa ja, weil ist nicht unkritisch, sondern ein realistischer Zugang zu Europa. Und den hätten wir möglicherweise noch pointierter auch platzieren können, hätte eine Chance drin gelegen. Aber die kommunikativen Möglichkeiten waren uns in diesem Frühjahr 2014 eben nicht in der Weise gegeben, dass dieses Alleinstellungsmerkmal der FDP, ja, weil realistisches Bild von Europa, besser machen, aber nicht abwickeln, damit hätte man noch weiter punkten können, hätten wir es stärker verankern können bei den Menschen, dessen bin ich mir sicher. Zeigt das Beispiel etwa der D66 in den Niederlanden.